Jo, hallo und herzlich willkommen mal wieder, Leute. Und ja, heute, jo, mal wieder ein Commentary, nämlich kurze Info nur, ich habe hier das CDM, ganz normal. Und ja, schreck dich nicht an der Musik und so, hi. Ich werde immer so eine Abwechslung nehmen, einmal in Anführungszeichen Hardcore, whatever. Und dann noch, jo, keine Ahnung. Ist ja auch egal, werdet ihr sehen. Auf jeden Fall ist es ja auch Verwähler mit der MP5. Später werde ich noch ein bisschen wechseln, weil ja, Ammo leer und so, kein Plan, werdet ihr sehen. Ist aber auch Wayne. Und zwar heute, jo. Was wollte ich denn sagen? Ach ja, hi. Nochmal vielen Dank. Im Moment habe ich knapp 100 Abonnenten. Das innerhalb von einem Tag. Und jo, vielen Dank. Wenn ihr alle aktiv bleibt, dann ist das awesome. Ist das gut. Und hier nochmal kurz zu Justice Theater, es wird alles wie gewohnt da weiterlaufen. Alle 2 Tage spätestens kommt ein Upload und jo. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ein bisschen, also ich wollte ein bisschen über die Community reden hier mit dem Gameplay. Wie sich die Community auch in meinen Augen verändert hat. Nämlich, ich bin Call of Duty Spieler seit Release von COD 4, das heißt 2007. Warte mal, kurz nachrechnen. 2010 war. Jo, 2007, hi. Ne, 2008. Jo. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall spiele ich schon relativ lange und ich habe davor auch schon COD 2 gespielt, also ich glaube seit 07 ist es ungefähr. Mitte 07. Jo. Und ich muss sagen, es ist vieles anders geworden mit MW2. COD 4 war sehr balanciert und alles, das war alles sehr ausgeglichen. Die Killstreaks, es gab nur 3 Stück. Aber das wisst ihr eh alles, denke ich mal. Und ja, dann kam World at War. World at War habe ich mir nicht gekauft. Obwohl ich immer noch denke, dass es eines der besten Kotz ist. Ja, und dann ging es wieder mit MW2 weiter. Und ich muss sagen, MW2 ist das Spiel, mit dem ich mit Sicherheit am meisten Zeit verbracht habe. Trotzdem muss ich sagen, es ist auch das Spiel, was mich am meisten aufgeregt hat, auf jeden Fall. Aber auch das, mit dem ich am meisten Spaß gehabt habe, denke ich mal. Jo, auf jeden Fall. Ich finde, MW2 ist auf einer Seite wirklich sehr gelungen, was den Multiplayer angeht. Aber es gibt eben manche Sachen wie Overpowered Weapons. Ich denke mal, das wird es in einem Spiel auch nie geben, dass man sagt, ja, da gibt es nichts Negatives. Aber mit den Killstreaks, das ist verdammt viel. Also, ich meine, es ist übertrieben. Es müsste nicht sein. Oh, jetzt werde ich mies als Camper beschimpft, glaube ich. Weil ich hier noch ein paar Kills bis zum Chopper brauche. Und diese Mongolenwaffe ab. Auf jeden Fall, ich muss sagen, MW2 hat vieles verändert, aber erst recht mit diesem Trickshot-Scheiß jetzt. Am Anfang hat es mir echt gut gefallen. Es war mal eine Abwechslung, es war nicht das Übliche. Und du musstest wieder was Neues lernen. Es war anders. Und mittlerweile geht es aber auf die Nerven. Es hat ausgeartet zu einem riesen Flame-Wettbewerb und ja, es ist nicht mehr normal. Wenn ich jetzt die Trickshotter auf dem PC zumindest sehe, es ist meist so, dass es dann heißt, jo, du bist Laumann, mach lass, nice, Junge, Junge, wenn du überhaupt im Spiel bleiben darfst. Auf PC ist es nämlich mit dem Kick-Tool sehr übertrieben und fangen die Leute einfach an, per Kick-Tool die Leute im Gegnerteam zu kicken, bis der Letzte dann überlebt, beziehungsweise der letzte Überlebende da ist. Das heißt, einen lassen sie da, mehr nicht. Es fuckt extrem ab, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber es gibt verschiedene einzelne Personen, die ich sehr gut kenne, die das benutzen und auch ganze Clans, die wirklich sich das als Ritual gesetzt haben, was ich sehr schade finde. Und ja, das war's aber mit MW2. Black Ops nochmal kurz was zu sagen. Ich habe Black Ops nicht viel gespielt, ich habe Black Ops 100 Stunden ungefähr gespielt, weil ich es am Anfang gar nicht spielen konnte.
das Spiel hat mich einfach zu aufgeregt am Anfang. Und ich muss sagen, Black Ops ist ein sehr gelungenes Spiel eigentlich, nur das Teamplay fehlt eben extrem, das macht es aus. Aber insgesamt ist es ein gelungenes Spiel und ich glaube, ich werde es auch bald mal wieder ein bisschen spielen, zumindest bis MW3 rauskommt, weil MW2 ist kaum mehr was mit anzufangen, nur noch Tuber und Groundhog essen die nur noch die Leute mit Kicktool und ja. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns dann wieder und ja, viel Spaß beim nächsten Commentary, Leute.